Zombie Apocalypse. Technik, 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 Technik. Und dasselbe Spiel nochmal von vorn. Ich Michael. War einfach viel zu früh. Wie? Kein Ton. Ich komme schon. Wir machen weiter. Ich stehe am Straßenrand und ich rufe jetzt mal den Notarzt an. Beziehungsweise für mein Auto den Notarzt. Mal gucken, was da kommt. Ja, hallo? Ja, Alois Sonnenbichler, hallo. Bin ich beim ADAC von, ich weiß gar nicht, wo ich bin, ich glaube in Erlengrad. Ah, da sind Sie. Ah, das hört sich gut an. Ich bin gerade liegen geblieben mit meinem Auto und stehe so halb mitten auf der Straße. Hinter mir staut sich das schon und ist ein großer schwarzer Pickup. Ich komme aus Richtung Felsbrunn. Könnten Sie mir da helfen? Ja, das können wir. Ich stehe hier irgendwo an der Gleise, an so einer Art ja, Güterbahnhof oder so, würde ich jetzt sagen, ist das. Also Sie sehen mich, wenn Sie Richtung Felsbrunn fahren, eine Stadt auswärts, ich glaube, dann sehen Sie mich. Ja, komme ich mal vorbei. Bis gleich. Bis gleich, danke. Tschüss. Dass ich jetzt noch hier echt so eine Panne habe. Unfassbar hier, Mann. Ja, da müssen wir jetzt halt warten. Gucken wir mal, was unser Pferd macht. In der Zwischenzeit kann ich euch ja noch so ein bisschen was erzählen. Und zwar, ich habe auch noch einen Sohn, ja, den kleinen Kevin. Naja, so klein ist er auch nicht mehr. Allerdings ist der noch nicht da, der kommt noch nah, der ist noch bei seiner Mama. Ja, wir leben nicht zusammen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Ich
starte jetzt halt einen Neuanfang, habe mir ein bisschen was angespart, Kredit von der Bank und bin gespannt, ob das alles so anläuft. Und er hat sich halt dazu entschieden, dass wenn ich hier fertig bin, eingerichtet bin, umgezogen bin, dass er dann nachkommt. Wie lange das jetzt allerdings dauert, das weiß ich selber noch nicht. Also ich bin da sehr überrascht und ja, müssen wir mal schauen. Ja, den scheint es ja schon mal gut zu gehen. Elfriede. Alles gut, ne? Ja. Dann steht man hier mitten auf der Hauptstraße und wartet, dass da einer kommt. Also ich gehe mal wieder runter. Ich weiß nämlich gar nicht. Also ich muss in die Richtung. Also ich stehe ja irgendwo hier vor Erlen gerade, aber. Keine Ahnung. Ich bin ja mal gespannt, wann da jemand kommt. Ja, entschuldigen Sie, meine Herren, das dauert noch ein bisschen. Ich habe den Abstellplan. Fahren Sie doch vorbei. Wann da einer kommt. Oh, da kommt schon einer. Oh, ja. Hallo, ich bin das Bett. Könnt ihr mir Gefallen tun? Ja, was denn? Könnt Was man ist das da? Auto mal ausmachen, weil das ist ziemlich laut, sonst verstehe ich Sie nicht. Ja, Ja, Moment. meins ist aus. Ja. Gibt's ja. Aus. Ich will ja erst mein Auto ausmachen. Nein, wir wollten den erstmal von der Straße schieben, würde ich mal sagen. Ja, man muss mal Ihren gucken, Wagen. wie man das hinkriegt, wa? Kehrt der ganze her. Oh, ja. Ah, der Kollege ist mit dem Hänger schon da. Ich würde sagen, wir machen ihn. Gleich mal auf den Hänger zu kriegen, obwohl das ein ganz schönes Gespann. Dann müsstet ihr mal. Meinen Sie nicht, dass der. Sie sind der Herr Wehr? Moin, erstmal. Moin, ja, Tag. Ich bin der Michael. Der Michael. Und weiter? Unterwald. Und Sie? Der Sepp Obermeier. Und Sie? Ich bin der Alois Sonnenbichler. Ah ja. Herr Sonnenbichler. Sind Sie auf der Durchreise? Und Nein, dann ich habe hier einen Hof gekauft. oh, Ja. wow, stimmt, der Hof vom Franzl. Hä? Von wem? Ah, Franzl. Vom Franzl. Der ist hier weggezogen. Ja. Ja, ich habe, glaube ich, die Ja. Geschäfte mit seinem Sohn gemacht hier. Also, oder mit seinem Anwalt. Ich habe keine Ahnung, wer das war. Das lief alles bei mir auch über meinen Anwalt. Also von daher. Aber meinen Sie, wir kriegen mein Auto auf den kleinen Hänger? Wir probieren es mal. Wir müssen zumindest Stimmt. von der Straße kriegen. Würden Sie mal Stimmt. einsteigen und Natürlich. ich kuppel mal ab hier hinten? Ja, wann Sie? Bin ich? Ja. Hört? Okay. Dann gucken wir mal. Das kann nehme ich dann den Anhänger, nehme ich dann dran. Haben Sie da Tiere drin oder? Ja, da ist ein Pferdchen drin. Also passen Sie Oh, gut da auf müssen die wir voll zu. Elfriede auf. Auch dann. Ja, dann mache ich. Ja? Manchmal keine. Ich drehe mal So, rum, Michel, du ich fang pack mal mal, vor, dann gucken wir mal. ich drehe mal eben genau. Würden Sie mal aussteigen, dann ziehen wir den mit der Winde mal hoch. Ah ja, okay, ich kann Ja. dann jetzt steigen. Ja, Moment. Geben Sie mir mal eine Sekunde. Ich gebe Ihnen mal den Schlüssel. Der steigt immer, wenn ich aussteige, dann wissen Sie, dann macht der hier so, dann ist der Ja, gleich ja, zu. ja. Ja, Kenne ich. Keyless go und so. Ja. Ja, genau. Richtig. Wahnsinn. Ich gebe Ihnen mal hier den Schlüssel und jetzt sollte es gehen. Ja, super. Jetzt bin ich ja gespannt. So, ich stelle mich mal hier an die Seite. Ich habe ein bisschen Angst um mein Auto. Passen Sie auf, Elfriede, bitte. Hätte ich auch. Was denken Sie, warum wir die Einzigsten hier sind? Wenn ich mir das so angucke mit dem Hänger, das könnte. Das geht, das ist multifunktional. Ja, Okay. So, Winde ist dran. gut.
auch. Weiter. Gut, wieder für gemacht. Weiter, sehr gut. Bisschen rechts, halt, stopp. Okay. Bisschen, lass doch mal, ich mach noch mal ein bisschen los die Winde. Wir müssen das Auto ein bisschen weiter nach rechts rüber haben. Ah ja, okay. Das sieht nicht gut aus. Oh, ja, so ist so, genau. Jetzt gerade weiter. Ich hab schon schlimmere Sachen hingekriegt. Gut, stopp. Ah! Oh. Perfekt, eingerastet. Super. Sehr gut. Jetzt wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir ihn hochklappen, ha? Ja, nächstes Auto wird also fachmännisch aufgebockt, so wie sich das gehört. Wunderbar. Haben Sie denn auch noch einen Sitzplatz für mich oder muss ich jetzt hinten im Anhänger in meinem Auto Platz nehmen? Wir können bei mir mit einsteigen, probieren Sie mal. Ja, Moment. Wir hätten noch den LKW mitnehmen sollen. Ja. LKW? Wäre nicht besser gewesen. Mit mehr Ladefläche vielleicht für mein Auto? Steigen Sie bei sich ins Auto ein? Natürlich, ich... Auf den Hänger, was seien Sie so mutig? Ich steige hier ein. Müssen Sie nichts dran denken, er kommt hier nicht so genau, weil wir haben hier keinen Polizisten oder so. Eigentlich ist das hier, ne? Der ist im Moment weg. Machen, wie es funktioniert. Ja. Irgendwie. Aber, ja. Moment. Wartet noch einen Moment. Na, doch. Das ist jetzt eingespannt zusammen. Das ist wegen Überlänge und so. So. Ja, selbstverständlich. Kannst du. Fahr mal vor. Ja, mach ich. Wir sind doch Profis. Wir probieren es zur Zeit. Wir beherrschen ja, das Chaos. Diese lästigen Autofahrer hier schon wieder. Ja. Ich glaube, wir fahren mal so mit 30 km/h, das könnte wohl schicken. Ja. Haben Sie mein Auto mit dem Streitkurs hinten festgemacht? Ja, selbstverständlich. Ja, okay, ja, wenigstens Ladungssicherung. Dann könnte ich. Eigene Spanngurte extra Lack schon. Machen Sie sich mal keine Gedanken. Okay. Ja. Extra Lack schon. Ach, hier ist der Bahnhof. Ja. Wären Sie mal mit dem Zug gekommen, dann wären Sie auch nicht liegen geblieben. Ja, und wie wäre ich dann zu meinem Hof gekommen? Taxi. Und Bus. Ja. Wir haben hier. Wir haben zwar keinen Polizisten, aber wir haben funktionierenden Busverkehr. Ja, wenn sehe ich dann, der Bus da steht. Der macht Mittagspause. Ja. Ist 9.36 Uhr, ist die richtige Zeit bei uns zum Mittag machen. Also ich kenne das ja nur vom Kompass, halb 10 in Deutschland. Ja. Hier ist das Mittag. Sie machen wir fangen ja auch schon an. Es geht hier der Größe nach. Wer das größte Rad hat, Vorfahrt. Und da wir immer die größten Fahrzeuge haben, haben wir immer Vorfahrt. Wenn Sie mir überlegen wollen, werden Sie das auch noch lernen. Genau. Dürfen Regel Nummer 1 auf die anderen Verkehrsteilnehmer, darf man nicht achten. Man muss einfach fahren. Und wenn man da drauf wartet, stehen Sie nächstes Jahr immer noch an der gleichen Kreuzung und sind noch keinen Meter vorwärts gekommen. Ja. In Frankreich und in Spanien, Italien. Ja. Nur das bin ich guten dabei. Das ist ja unser Hof. Das ist Ihr Hof? Ja. Wow. Ich weiß gar nicht, was ich da oben alles habe. Da muss ich selber mal nach. Da wir hier ja im Dorf, seitdem der letzte Hof verkauft wurde, alleine sind, haben wir uns darauf. Ja, wie nennt man das? Ich mach dir das hier mal. Spezialisiert bestimmte Marken von Fahrzeugen extra für die Bergregionen zu kaufen und von hier aus weiter zu exportieren. Ja, ist das schwer.
Wenn nicht, fahr von hinten rein. Ah, das scheint geht. Guck mal, kein Problem. Von hinten. Cool. Ja, ich glaube, wir brauchen mal einen größeren Tieflader bei den neuen Autos. Unsere sind ja genauso groß. Ja. Ja, eigentlich, ja, gab es hier früher solche Fahrzeuge nicht so eine großen. Okay. Da war halt hier alles wirklich, wo wir hier hingekommen sind, war hier auch noch alles ja, alt und klein und sehen Sie ja hier, was hier früher für Fahrzeuge gab. Hier hinten zum Beispiel hier dieser Ape, das war so ein ganz viel benutztes Fahrzeug hier und alles so in dieser kleinen Größe und dafür hat der Anhänger ja 10-mal gereicht. Die konnte man quer draufstellen, dann hast du 3 Stück auf einmal mitgekriegt. Ja, ah. Kollege, würdest du nochmal hochmachen und wieder runter? Irgendwann geht's dann. Ja, Richard, wow, jetzt wollte er aber euch bremsen. Boah, ein Glück geht nicht mehr. Ja. Also, ich müsste jetzt irgendwie hoch zu meinem Hof kommen. Mein Pferd müsste da natürlich auch hin, aber ich weiß gar nicht so recht, wie ich da hinkomme. Mach mal. Ich hab da nicht. Weil jetzt fehlt mir ja. Sepp, hol mal die Karte. Hier vorne läuft er. Ich fühle mich so ein bisschen verloren gerade. Ich zeige Ihnen das mal auf der Karte hier. Kommen Sie mal neben. Wo sind Sie denn? Ach, da sind Sie. Okay. Ja. Moment. So. Okay, die Karte. Ja. Wir sind jetzt hier unten. Und Sie müssen dann hier hoch. Das heißt, Sie fahren die Straße hier runter. Ja, Sie sind witzig. Rechtsbogen. Sie sind aber witzig. Ja. Danke. Wie soll ich denn fahren? Ich gebe Ihnen gleich ein Fahrzeug. Da kriegen Sie, das leihen wir Ihnen bis morgen. Okay. Und ja, dann fahren Sie mit dem erstmal heim, dass Sie Ihre Frieda, oder wie heißt Ihr Pferd wieder? Elfriede. Friede, sorry. Oh. Heimkommen, ne? Ja, mit und dann schauen Sie nicht so, ne? Wenn das der Hof ist. Ja, also man sagte mir, der Muster liegt auf der irgendwo am Sägewerk. Aber das scheint ja dann da zu sein. Ja, genau. Am Sägewerk vorbei, dann fahren Sie gleich rechts und dann nächste wieder links, dann sind Sie schon auf dem Hof. Wissen Sie, ich habe einfach blind gekauft, weil ich neu anfangen starten wollte. Meine Frau hat mich verlassen. Wegen einem anderen Typen, der steingleich ist, bin ich jetzt irgendwo auf Casablanca, keine Ahnung. Tut mir leid. Gerade dort Urlaub. Weißt du, was ich gesagt? Weißt du? Es tut mir leid, oder soll ich Sie beglückwünschen? Weiß ich auch noch nicht so recht. Das kann ich Ihnen noch nicht mal sagen. Michel, hältst du davor? Ach, du hast schon. Sehr gute Idee, das geht ja. Ja. Der schafft das. Ja. Sonst hätte ich ihm den LKW mitgenommen, aber das ist ja besser. So, Herr Sonnenbichler. Okay. Ich geb Ihnen mal den neuen Aibi mit, den haben wir auch erst seit kurzem, der hat auch noch erst 0,7 Betriebsstunden, also noch ganz frisch, können Sie sich mal angucken. Super Fahrzeug, extra sieht man ja, tiefen Schwerpunkt, hydrostatischen Antrieb für die Berge, den nehmen Sie mit, ja. Damit kommt es auf alle Fälle sicher mit, wie heißt Ihr Pferd, Elfriede, ja. Nach Hause, um sie ins Stall zu bringen. Wenn Sie irgendwelche Fragen oder sonstiges noch haben, melden Sie sich einfach, kommen Sie vorbei, rufen Sie an. Ja, wenn irgendwas ist. Ja, ich habe tatsächlich noch eine Frage. Auf meinem Auto hinten, auf der Ladefläche, ist noch Hafer für eine Elfriede und Heu. Ja. Und wissen Sie zufällig, wo ich vielleicht Stroh herbekomme? Ich bräuchte ein bisschen Stroh für Elfriede. Ja, das Stroh können Sie von uns kriegen. Das ist, haben wir, das ist kein Problem. Könnten Sie mir das dann? Ja, Sepp, da haben wir Zeit, ja, ne? Ich denke. Ja, das kann ich. Okay, dann würde ich schon mal hochfahren. Ich sag mal, dann bis gleich und vielen Dank erstmal. Morgen meinen Sie, könnte ich das Auto wieder abholen? Das kriegen wir bis morgen hin. So wie ich gesehen habe, kriegen wir das hin. Das scheint ein Elektro zu sein. Und das kriegen wir. Das ja, hat man schon mal. Der ist einfach ausgegangen. Also, ja, ja. Bin gefahren. Zur Not, wir haben einen guten Schweißbrenner und schneiden wir den hier vorne einfach ab und
wir gucken mal, was wir noch so rumliegen haben. Bauen was zusammen. Nicht? Keine gute Idee? Nein. Okay. Wollen Sie mein Auto bezahlen? Ja. Gut. Unterwald? Ja, dass ich ein neues bekomme? Ich dachte, damit es wieder fährt. Ja, wenn es nee. Funktioniert. Damit es wieder fährt? Nein, nein, nein. Wir schweißen hier nichts auseinander. Schade. Auf keinen Fall. Versuch, was wird. Elias. Ja, nee, auf keinen Fall. Das machen wir auf keinen Fall, bitte. Ja, also da möchte ich drauf bestehen. Ich möchte das Auto in einem Stück zusammen haben und komplett wieder funktionstüchtig. Okay. Dann ist das eher was für den Sepp. Ja, ich bin eher für auseinanderbrennen und zusammenschweißen. Wir müssen erstmal ohne Scheißbrenner, ne, Michel? Mist. Ich weiß, wie gerne du den benutzt. Ja, also bitte, da ja, würde ich... Ich bin aber zu... Das kriegen wir. Sie drum bitten, ja? Ja. Okay, dann würde ich mich auf den Weg machen. Motoraggregat ist angegangen. Wir haben öfter mal Stromausfall. Also Notstromaggregat ist eine sinnvolle Investition. Ah, okay, alles klar. Gut. Ja, dann werde ich mich mal hier... Wissen Sie, ob da oben irgendwas da oben steht auf dem Hof? Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, ja. Die haben alles verkauft. Und aber vielleicht haben sie ja Glück. Vielleicht haben sie ja irgendwo noch was stehen, was sie nicht verkaufen konnten. Oder aber... Ja. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da oben noch steht. Oder. Melden Sie sich gleich bei uns, dann kümmern wir uns drum. Wir haben teilweise gebraucht, die Geräte hier. Oder auch neue. Ist das... Ne? Der ist aber ganz schön leise, ne? Ist das ja. ein E-Fahrzeug? Nee, das ist kein E. Das ist ein normaler Verbrenner, aber das ist Euro 6 und das ist halt der neueste Umweltform. Kommt nur saubere Luft aus dem Auspuff. Den können Sie bei sich ins Schlafzimmer stellen und anlassen. Nee, also im Schlafzimmer möchte ich das doch nicht stehen haben. Stellen Sie, passen Sie auf, mit der Lenkung, die lässt sich umstellen auf Hundegang und der lenkt hinten mit. Es ist ein bisschen ungewohnt vielleicht am Anfang, aber zum Rangieren, Sie werden sehen, das ist ganz toll. Okay. Kann man das umstellen, dass ich den jetzt erstmal nur auf vorne... Das kann man auch umstellen. Da gehen Sie mal ins Menü rein. Ja, habe ich. Der Taste. Ja. Und da. Ach da. Ja, ich habe es, glaube ich, gefunden. Ja, warte mal. Ja, wie sieht das aus? Ist schon besser. Was? Der lenkt jetzt nur vorne? Jetzt ist nur vorne. Ja. So, ganz schön. Ja, dann vielen Dank von den Anrufen. Schon wieder das Aggregat. Ja, und dann bedanke ich mich erstmal. Ja, ja wir kommen zu zweit hoch. Wir, bringen Ihnen Ihre Sachen, genau. Die Sie noch auf dem Pickup haben und das Stroh. Und gleich ein bisschen Stroh. Ja. Dann bedanke ich mich, dann wünsche ich Ihnen noch bis gleich dann mal einen schönen Tag. Noch. Bitte. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. So, dann fahren wir jetzt mal runter. Dann müssen wir jetzt Deutschland links. Das ist aber sehr nett von den beiden Fischen, dass wir keine Ahnung, ob es hier richtig gemacht ist. Hallo Elias, ja, ich bin bei dir sehr leise, warte mal. Ha. Okay, warum bin ich bei dir so leise? Das verstehe ich nicht. So, machen wir mal so, vielleicht ist es dann ein bisschen besser. Gut, dann fahren wir mal weiter und dann schauen wir mal. Oh, das habe ich tatsächlich abgehört.